Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kunterbunten Beauty-Haul für dich, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, heute habe ich ein Kleidchen an, das habe ich von der lieben Michelle geschenkt gekriegt, das hat sie selbst gemacht und habe ich auch auf Instagram gepostet. Ich finde das wirklich richtig schön und ja, da habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen, mit der neuen Catrice Lidschattenpalette einen Look zu schminken, halt auch in diesem lila Design, lila peachy mäßig und dann auch noch so niedliche Ohrringe dazu und irgendwie fühle ich mich heute so ein bisschen niedlich, Leute, es muss auch mal irgendwie sein. Genau, das erste, was ich euch zeigen möchte, ich habe bei der lieben Jenny, Miss Curly Jen, etwas tatsächlich bestellt in ihrem YouTube-Sale, ist es ja quasi gewesen. Die hat auch Miss Curly Jen Sale auf Instagram, so ein Verkaufsgedöns, also dass man quasi bei ihr Produkte, die sie aussortiert halt, hat, halt kaufen kann. Und das fand ich ganz cool. Und da habe ich einfach mal mitgemacht. Und da hat sie mir ein bisschen, oh, da hat sie mir noch was dazu gelegt, cool. Hat sie mir halt was verkauft, und zwar Lippies von Colourpop. Genau, die hatte sie angeboten zum Verkauf und da hatte ich Bock drauf. Und weil ich irgendwann mal in diesem Universum plane, ein Fullface Colourpop zu schminken, so Gott will, irgendwann werde ich auch mal dort bestellen. Ja. Ich hatte aber noch keine Lippenprodukte und sie hatte welche bestellt, die ihr nicht gefallen haben. Und da habe ich mir gedacht, ich habe da wohl Bock drauf. Das ist einmal der Lippy Sticks in der Farbe Casanova. Das ist so eine scharfe Farbe, die jetzt tatsächlich auch echt zum Look passen würde. Aber ich habe mich dann eher für einen dezenten Lippenlook entschieden, wenn ich ja alles andere so bunt habe. Genau, der ist halt richtig, richtig pink. Oh mein Gott, also da bin ich echt gespannt drauf. Dann hatte sie auch noch mit in diesem Set einen Lippenprimer. Den hat sie mir auch zugelegt. Und das ist einfach der Primer. Ja, genau. Also ich denke, dass man den auch unter Liquid Lipsticks oder sowas tragen könnte, damit das Ganze nicht so in die Fältchen reinrutscht. Ist einfach ein Primer. Ja, nichts Wildes, ne? Fand ich interessant. Und dann habe ich hier noch die Farbe I Love This in Matt. Ja, wie gesagt, Matt und ich, wir sind, wie gesagt vor allem, ne? Matt und ich, wir sind eigentlich keine Freunde auf den Lippen, aber ich werde es mal ausprobieren. Der sieht auch gar nicht so matt aus und ich glaube, sie hat die auch wirklich nur geswatcht und nicht benutzt und so. Und von daher, ich meine, ich desinfiziere sowieso die Produkte, die bei mir halt einziehen, bevor ich sie auf mein Gesicht gebe, ne? Aber, oder wenn sie halt meine Sammlung verlassen und ich die weitergebe, ja. Aber dazu mehr in meinem, ich glaube, Rossmann-Haul. Der steht hier noch und möchte gerne abgefilmt werden. Genau, Sammy ist sehr anhänglich. Wir haben eben ist gut, schon vor ein paar Stunden die Tuff-Cookie-Box zusammen abgedreht. Seitdem ist er ganz verliebt in mich. Hm, ja, Sammy, ne? Frauchen hat dir ganz tolle Sachen gegeben. Ja, wenn Hunde Herzchen in den Augen haben könnten, dann hätte er es jetzt. Genau, also Jenny, vielen, vielen Dank. Richtig geil, dass du überhaupt diese Möglichkeit bietest, ne? Als ich letztens was von Purish bestellt habe, habe ich was dazu bekommen, was ich gar nicht gezeigt habe, weil ich das Fullface, ich weiß es gar nicht, was das war. Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gedreht und da war das Produkt mit dabei, habe ich aber noch nicht in die Kamera gezeigt. Das ist The Ordinary Hair Care und das möchte ich gerne verwenden, um meine Pickelstellen hier wegzukriegen. Das Multipeptid Serum for Hair Density, das heißt, es kam halt wie gerufen für mich, ne? Wenn man das mal so sagen darf. Und ich wollte es einfach in diesen Haul mal mit integrieren, damit ihr auch wisst, was dann gerade so bei mir in Anwendung ist. Weil nicht jeder folgt mir auf Instagram. Da heiße ich übrigens AiDuaiP, ich glaube rückwärts mit einem P dahinter. Da filme ich ab und an mal ab, was halt so gerade in meinem Spiegelschrank los ist. Habe ich jetzt letztens auch durch die Morgen- und Abendroutine gemacht, aber da sieht man halt, was aktuell so da drin steht. Und ja, das möchte ich ausprobieren. Kommt in der Pipette, ist flüssig und ich hoffe, dass es mir hilft. Genau, also ich habe jetzt schon ein paar Methoden angewendet, die bislang noch nicht so ultra geholfen haben. Sprich, Shampoo gewechselt, Conditioner gewechselt, alles Mögliche gewechselt. Dann bin ich auch dazu übergegangen, wieder meine Haare anzuföhnen, also vor allem am Hinterkopf oder halt auch komplett zu föhnen, damit die halt nicht so feucht sind und sich da, ne, nicht ein Nährboden oder sowas bilden kann. Ich habe Verschiedenes gemacht. Übrigens war hier auch noch was von Jenny mit drin, was ich ganz vergessen habe. Läuft. Und ja, deswegen, also das ist alles nicht so einfach und ich komme da auch noch nicht so ganz. Sammy, jetzt sei mal nicht so. Ja, Frauchen Raschel, du willst es haben, ne? Genau, ich bin noch nicht ganz so auf den richtigen Nenner gekommen. Sie hat hier reingepackt von Custom Color Lenka Cosmetics M14. Okay, das ist so ein
kannst du wahrscheinlich in so eine magnetische Lidschattenpalette reinmachen. Sowas habe ich nicht. Ich denke, dass ich das auch weitergeben werde. Aber, ne? Ist cool, dass sie sowas als Goodie quasi mit dazu legt. Finde ich eigentlich ganz süß. Genau. Ja. Also ich bin weiterhin auf der Suche. Dieses Haarserum wird dann erstmal so ein bisschen mich begleiten. Heute Abend wird es das erste Mal in Anwendung kommen. Heute ist der 28. Februar. Genau. So, dann habe ich, ich bin ja Abonnentin von der lieben Tara, Tamtam Beauty. Und die hatte in einem ihrer Videos mitgeteilt, dass sie jetzt einen Online-Shop hat. Und ich bin steil gegangen. Ich habe mich total gefreut. Ich finde das so cool. Ich habe ja auch schon einige Produkte von ihr hier. Aktuell auch in Anwendung ihre Bridal Face und Bridal Eyes Palette in meinem Daily Routine Gedönsen. Ich habe auch schon, ich glaube, 2 von den Lidschattenpaletten. Und ich habe auch schon dieses Puder habe ich auch von ihr. Und sie hat jetzt auch noch weitere Produkte halt rausgebracht. Und da konnte ich halt auch nicht Nein sagen. Zum einen der Loose Chocolate Bronzer. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und das werden wir auch mal zusammen austesten. Ich plane so ein Full Face mit Produkten, die man entweder mit Influencern in Verbindung bringt oder die sie rausgebracht haben oder die sie in Kooperation mit irgendwem gemacht haben. Zum Beispiel Catrice mit Maxime Giacomo, die Lidschattenpalette, ne? Genau. Und da ist halt ihr Bronzer jetzt hier bei mir eingezogen. Ich fand das ganz nice, ne? Also muss ich wirklich sagen, dass sie dann auch ihren eigenen Online-Shop eröffnet hat, weil da hat sie wahrscheinlich auch realisiert, dass nicht alle aus ihrer wirklichen, aus ihrer Zielgruppe, sage ich jetzt mal ganz blöd, die Möglichkeit haben, sich morgens um 6 beim DM anzustellen, damit sie noch irgendwas ergattern können, ne? Das ist halt echt so eine schwierige Sache. Dann hat man das halt lieber über einen Online-Shop, meine Meinung auch ganz ehrlich, weil so können dann auch mehr drauf zugreifen, ne? Also, ja. Okay, so. Sieht halt vom Design her genauso aus wie das Puder, was ich auch von ihr habe. Und ich bin sehr gespannt, ob mir die Farbe passt, ne? Weil das ist ja schon, naja, kann aber wohl was werden. Ist recht dunkel, aber wir gucken einfach mal. Wie gesagt, wir gucken zusammen. Und ja, das ist einfach schön. Nachdem ich einige Loose Bronzer ausprobiert hatte, wusste ich, was mir fehlte. Die einzelnen Pigmente in loser Form verteilen sich perfekt auf dem ganzen Gesicht und zaubern dir den Teint auf die Haut, den du nach dem Urlaub erzielst. Viel Freude damit, deine Tara. Also das hat sie, ne, alles sehr schön dann auch darauf beschrieben. Und dazu passend müsste eigentlich dieser Pinsel, nee, das ist der Highlighter Brush, der geht dann wahrscheinlich für den Highlighter aus ihrer Face Palette und aus ihren gemischten, ne, Gesichtspaletten. Den habe ich mir auch noch ergattern können. Das Puder oder das Bananenpuder war, glaube ich, ausverkauft, was für mich gar nicht so schlimm ist, weil Bananapowder bei mir halt grundsätzlich sehr schnell sehr gelb und sehr passt nicht wird. Ich bin halt eher neutral oder eher kühl, glaube ich, dann vom Unterton her, ne? Wenn ich eher so diese peachigen Töne halt drauf machen kann. Ja, und der ist halt echt schön, ne? Wahnsinn. Lover steht da drauf. Oh, schön. Ja, das ist der Pinsel. Und da kann sie halt ordentlich was mit aufnehmen. Ne? Der ist recht fest gebunden. Das wird mein Herz erwärmen. Sicherlich weißt du, wie viele Pinsel ich besitze. Ein Vorteil, um den perfekten Highlighter-Pinsel für dich zu entwickeln. Er eignet sich nicht nur für deine Wangenknochen, sondern auch für die Schlüsselbeine, das Dekolleté und die Schultern. Probiere es aus, du wirst ihn lieben, deine Tara. Wird ausprobiert, liebe Tara. Und ich finde auch, dass über manche Influencer-Produkte auch viel zu wenig gesprochen wird. Also das ist halt dieses ganze, ne, Support ist kein Mord, Leute. Das ist echt so. Und ich ziehe meinen Hut vor allen, die wirklich eine Marke auf die Beine stellen oder die Produkte rausbringen, die Produkte entwickeln und so. Ich finde es krass. Deswegen unterstütze ich das super gerne, indem ich die Produkte mir dann halt auch kaufe. Und dann supporte ich ja den Influencer, den ich mag oder den Menschen, ne? Genau, Tamtam Beauty to Go Sundown, da hat sie noch, ich glaube, eine neue Palette rausgebracht, aber ich habe die auf jeden Fall noch nicht. Sie hatte schon mal eine, die so ähnlich auch aufgemacht, also sie hatte schon von dieser Aufmachung, ne, mit dem Blush Bronzer Highlighter und die 6 Lidschatten, habe ich auch schon 2 da, aber sie hatte auch schon, oder eine? Eine, glaube ich, ne? Ja. Und sie hatte dann noch eine rausgebracht, aber die habe ich noch gar nicht. Und da bin ich jetzt sehr, sehr froh drüber, dass ich die ergattern konnte. Auch dieses Mal gibt es eine Palette von mir für dich. Wieder findest du in ihr einen Blush, einen Highlighter, einen Contouring Powder und 6 Eyeshadows. Hiervon sind 3 Töne matt, einer metallisch und einer schimmernd zum Toppen oder zum Single-Tragen. Genau. Ja. Und sie legt halt auch viel Wert auf Qualität. Sie ist ja ein sehr edler Mensch. Ich finde es immer unfassbar. Ich schaue sie so gerne. Und das ist die Sundown-Palette. Ich weiß nicht, war die andere die Sunday oder so? Ich weiß es wirklich nicht. Oder ist das halt die nochmal dann quasi gerestockt wurde? Weiß ich nicht. Huch,
Da ist eine Folie runtergeflogen, da stehen die Farben drauf, deswegen die Folie bewahre ich mir auf. Und das sind schöne. Hashtag TamTam Sisters, wie cool. Das sind schöne Töne. Also mir gefällt die Palette auf jeden Fall. Cool. Ich freue mich. Desert Queen U Tuana. Hashtag TamTam Sisters TNT. Ich weiß nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ich habe, glaube ich, die vorletzte Palette, also jetzt nicht diese Bridal Collection, sondern die Collection davor, ne, habe ich, glaube ich, gar nicht mitbekommen, weil ich halt arbeiten war. Und dann würde mich das interessieren, ob es die halt schon gab oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und da ist hier halt auch immer eine Karte mit dabei. Hallo Schönheit, ich freue mich, dass du dich für meine Produkte entschieden hast und ich somit einen Platz in deinem Zuhause finde. Lange habe ich an jedem einzelnen Produkt herumexperimentiert. In deinen Händen hältst du nun das Ergebnis. Lass mich gerne deine Meinung wissen und teile deine Künste mit der Außenwelt. Und dann Ad bei TamTam Beauty. Alles Liebe für dich, Tara. Aber das ist nicht Tara. Nö, das ist wahrscheinlich ein Model. Ja, sehr cool. Die sind jetzt bei mir eingezogen. So, des Weiteren. Achso, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich verlinke euch die Produkte in der Infobox, die hier so gezeigt werden. Ne? Mal gucken. Dann habe ich bei Beauty Bay etwas bestellt. Also ich habe ja nicht nur die Kooperation, sondern ich bin ja auch einfach eine Kundin dort. Und ja, da habe ich halt, wie gesagt, was bestellt. Und zwar habe ich so ein paar Geschichten auf meinen allgemeinen Wunschlisten. Und wenn ich sehe, dass die irgendwo halt rabattiert sind, dann schlage ich zu. Unter anderem war es die Amrezy Palette von Anastasia Beverly Hills. Ja, ich habe ja eine schöne Palettensammlung daneben stehen. Und diese hier, die fehlte definitiv noch. Und ich hatte, glaube ich, auch kurz vorher jemanden gesehen. Ja, ich lasse mich auch gerne influencen, die diese Palette auch mal wieder gezeigt hat. Ne? Das ist, ja, man kennt sie halt schon ein bisschen, ne? Aber ich finde sie total großartig. Ich habe immer noch die Jackie Einer Palette bei mir auch auf der Wunschliste stehen. Und die hier ist einfach mal ein bisschen poppiger. Und das Leo, dieses Türkis, ist natürlich der Wahnsinn. Das ist diese Pop-of-Color-Geschichte da oben, ne? Ansonsten hast du hier auch noch eine Pop-of-Color mit dem Pink. Ansonsten sind das wirklich sehr natürliche, fast schon neutrale, alltagstaugliche Töne. Ein bisschen ins Dunklere, aber du hast halt auch diesen, solche Töne liebe ich ja, diesen Anastasia, ne? Werden wir auch zusammen ausprobieren. Also jetzt alles zu swatchen wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Selbst dieser Setting-Ton Wasted, der ist nicht verschwendet, weil der hat auch noch Schimmer mit drin, ne? Es ist geil. Es ist wirklich geil und die ist halt echt schön. Mhm. Ja, also, ja, jetzt habe ich sie gezeigt und jetzt ist sie offiziell bei mir in der Sammlung und ich freue mich wie Bolle. So, das hier gab es, glaube ich, gratis. Comes in Handy Hand Cleansing Gel, Cleanser Gel, genau. Von Beauty Bay selber, ne? Sowas kann man halt aktuell echt gut in Einsatz nehmen, von daher läuft. Finde ich ganz praktisch, wenn sowas halt als Goodie mit dabei ist. Ja, ich habe mir tatsächlich auch von Maybelline einen Liftergloss bestellt. Und zwar habe ich hier die Farbe 004 Silk. Ich habe mir auch noch woanders weitere bestellt, muss ich gestehen. Ne? Da hat mich tatsächlich Nathalie Nordbeauty, die liebe Nathalie, ein bisschen geinfluenced, weil sie die auch gezeigt hat und es bei ihr traumhaft schön aussah. Ich glaube aber, dass es bei ihr eine andere Farbe war. Das ist halt so ein schönes Nude mit leichten Sparklingsgedönsen mit drin. Das ist nicht so super. Es ist halt ein Gloss, ne? Das ist, färbt jetzt nicht die Lippen mega krass ein, aber da bin ich gespannt drauf. Oh, das ist schön von der Packung her und dass da immer so drüber geredet wurde. Ein Traum. Dann habe ich mir von Maybelline ein neues Produkt geholt und zwar den Tattoo Brow Up to 36 Stunden in der Farbe Blond 02. Natürlich. Und ich glaube, das ist wirklich neu, ne? Genau. Ich habe da auch nach neuen Produkten gesucht, weil ich mache das ganz gerne, dass ich so durch Online-Shops stöber und gucke, was so neu ist. Und wenn mich wirklich genug an neuen Produkten interessiert, dann bestelle ich auch da. Ansonsten ist es halt erstmal bei mir auf der Merkliste oder auf der Wunschliste oder so. Das finde ich immer ganz praktisch tatsächlich, weil man dann nicht zu oft immer was bestellt, sagte sie und hatte ich jetzt nicht Bestellungen auf dem Tisch stehen. Okay, und das hier ist auch neu. Da hat der liebe Maxim auch schon von berichtet, glaube ich. Die Super Stay Active Wear Foundation, die bis zu 30 Stunden halt bieten soll. Und ich habe die in der Farbe 10 Ivory. Und das ist total witzig, denn ja, Beauty Bay hat das viel eher gelauncht, als dass es auf dem deutschen Markt verfügbar gewesen wäre, ne? Fand ich ein bisschen ulkig. Aber ich habe sie auch und ich werde sie auch austesten. Und ich bin ein bisschen überfordert, weil aktuell so viele neue Foundations und Produkte auf den Markt kommen. Ich bin ein bisschen überwältigt, weil das war jetzt in dieser Anfangs-Lockdown-Zeit,
also letztes Jahr im Sommer quasi, ne, war ein richtiges Sommerloch, dass alle so gar nichts mehr Neues rausgebracht haben. Alle Launches wurden wahrscheinlich zurückgehalten und so. Und jetzt hauen die da aber eins nach dem anderen raus. Und ich sitze mir und denke hier so, ich habe doch nur ein Gesicht, ich kann doch immer nur maximal 2 Foundations pro Gesichtshälfte testen. Und irgendwann, ne, will man die auch mal aufbrauchen. Naja, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich noch einige Foundations hier zu liegen, die getestet werden wollen. Es ist Wahnsinn. Okay, dann kommen wir zur nächsten Geschichte und zwar zu Flaconi. Und da habe ich auch eine Mega-Bestellung. Also das war eigentlich eher so eine, ich bin ein Verpackungsopfer-Bestellung getätigt. Zuallererst habe ich mir von Art Deco den Blossom Duo Blush geholt. Das sind 10 Gramm und das ist eine Limited Edition und da konnte ich nicht Nein sagen. Ich hatte den schon länger auf meiner Wunschliste stehen und eigentlich ist diese Bestellung auch nur aus diesem Blush entstanden, weil ich ihn haben wollte. Und da habe ich gesehen, Flaconi hat ihn wieder vorrätig. Konnte ich nie Nein sagen. Und der ist, also Art Deco Produkte aus diesen LEs sind einfach traumhaft schön, mag ich einfach gerne. Hat auch eine tolle Qualität, ne? Also die Produkte an sich mag ich gerne. Manchmal so, wenn die Adventskalender rausbringen, bin ich etwas enttäuscht, was die daraus machen, weil theoretisch hätte Art Deco mega krasse Möglichkeiten da, die Kunden glücklich zu machen. Aber dann packen die da so viel Schund rein. Genau. Claudi, nicht so böse Worte sagen. Ja, und der ist halt mega und der riecht nach Rose und der erinnert mich einfach voll an bei Terry, mal jetzt ohne Witz, ne, also vom Duft her und so, weil die ja auch sehr rosenlastig sind und das ist so schön. Der kam, glaube ich, zum Valentinstag raus, hat auch ein bisschen Schimmer mit drin, man kann dann die Farben entweder getrennt oder halt zusammen verwenden. Ich werde sie wahrscheinlich zusammen verwenden und das ist für mich eine geile Farbe, also perfekt, perfekt, ja. Und ich habe ihn jetzt endlich und freue mich wie ein kleines Kind, ich sage euch das, ne. So, weiter geht die wilde Reise, ja? Ich bin heute etwas, wir müssen hier, ne? Heute ist, ich muss reinhauen hier. Ich habe so viel hier stehen und ich möchte endlich aufräumen können. Dann habe ich gesehen, dass Lancôme einiges im Ausverkauf hatte. Lancôme ist echt nicht günstig, ne? Aber das war hart reduziert. Und dann gab es auch noch die neue Mascara für Umme mit dabei. Also wer da Nein sagen kann, ich nicht. Ja, okay, das hier ist, glaube ich, aus der Holiday Collection 2020. Das ist das Highlighting Face Powder Crystal Holographic. Ich glaube, da gab es auch noch Lippenprodukte, da habe ich mich jetzt tatsächlich zusammenreißen können. Aber, also bei der Lidschattenpalette und bei dem Highlighter konnte ich nicht Nein sagen. Ihr seht gleich das Verpackungsdesign, ne? Oh mein Gott, ist das schön. Ja, oh mein Gott, ist das teuer auch gleichzeitig, ne? Aber ich hoffe, dass es einfach, dass wir Freunde werden. Denn es ist so schön. Es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr kühler Highlighter sein. Und ich werde ihn nicht häufig tragen können. Aber guckt euch mal an, diese Rose, ne? Ist wirklich so dreidimensional hier. Und den willst du auch gar nicht verwenden. Den willst du in deiner Sammlung haben. Und dann guckst du dir halt öfters mal das Packaging an, streichst drüber und denkst dir, machst dann das Packaging auf und denkst dir, oh, so ein Freak bin ich. Ja. Riecht nicht nach Rose, nein. Genau. Oh, das ist so hochwertig alles. Und du siehst da alle Fingerabdrücke drauf. Und das ist ja total crazy. Aber, ne? Crazy Produkte passen nun mal zu einer crazy Frau. Ja. Okay. Dann habe ich mir noch natürlich, wie gerade schon angekündigt, die Lidschattenpalette geholt. Das ist die La Rose Eyeshadow Palette Precious Holiday. Hallo. Ja. Sie hat längliche Fändchen, was eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist, aber sie war so schön, also konnte ich nicht Nein sagen. Auch von dem, also jetzt mal von außen, ne? Ist wieder so dieses schöne Blinky-Blinky-Design. Ja, und von innen halt längliche Fändchen und überhaupt nicht spektakuläre Farben. Also überhaupt nicht das, was man quasi mit der Lidschattenpalette, wenn man sie von außen sieht, in Verbindung bringt. Null. Null, null. Also vielleicht die eine Hälfte, dass man sagt, okay, es ist halt La Rose, ne? Das passt schon. Aber die Seite ist so kühl. Ich weiß nicht. Das ist halt, ne, fast schon alltagstauglich auf dieser Seite und hier ist es halt vollkommen out of my comfort zone, weil ich ja kein Fan von diesen rötlichen Geschichten bin, sagte sie und trug einen lila, peachigen, braunen Eyeshadow-Look. Läuft. Nein, aber die werde ich auch ausprobieren, auch wenn die einfach Fändchen hat, die ich überhaupt nicht mag. Aber wenn sie zu ist, ne, boah, ist die schön. Ich brauche safe hier noch irgendwie so eine Vitrine, wo ich meine schönsten Produkte reinpacken kann, wo die sich dann so auf Drehtellern von alleine drehen und dann kommt da Musik und dann ist alles schön beleuchtet und so. Ich hab echt einen Schatten, Leute. Ich habe einen Mega-Schatten. Aber ich habe ihn gerne, ja. Und mittlerweile kann ich ihn nach außen tragen. Das macht mir unheimlich viel Freude. Ja, okay.
gratis dabei war dann halt quasi dieses kleine Säckchen. Du bekommst ja bei manchen Produkten immer mal wieder Goodies mit dabei. Und dann gucke ich auch, wenn ich gerade sowieso da am Surfen bin oder am Suchen bin, was gibt es da eigentlich gratis mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob beides tatsächlich aufgeführt war. Aber die Mascara auf jeden Fall, das ist die Idol Lash Lash Lifting Volumizing Mascara. Und die habe ich ja bei Tamtam Beauty gesehen, bei der lieben Tara. Und sie hat ja eine Kooperation mit Lancôme und da hat sie echt von geschwärmt. Und ich vertraue ihr tatsächlich. Also sie hat, ich lege großen Wert auf ihre Meinung. Und ja, das ist jetzt halt wirklich die Mini-Größe davon. Wir werden sie safe jetzt dieses Jahr auch in sau vielen Adventskalendern haben, aber so kann ich sie schon mal ein bisschen testen. Die hat halt so ein Bananenbürstchen. Das ist ein Gummibürstchen, was fantastisch aussieht. Also das schreit nach Volumen, Definition, Länge, nach allem. Die riecht angenehm nach ungefähr nichts, ne? Das ist halt auch immer eine gute Geschichte tatsächlich. 2,5 ml sind hier drin. Zum Testen auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und ich freue mich. Ja, und dann war noch mit dabei das Parfum Idol Lentins. Das ist jetzt ja quasi, also ständig, wenn ich auch irgendwelche YouTube-Videos gucke, ist es halt ständig da in der Werbung. Und das ist halt die Lady, die dann irgendwann das Ding in die Hand nimmt und auf ihrem weißen Pferd hochhält. Ja, ich möchte mich fühlen wie diese Lady. Ne? Genau, das soll ja diese Werbung in uns auslösen. So schaut es aus und es sieht sehr fancy aus. Und wir riechen doch einfach mal dran. Ich mag zwar überhaupt nicht diese kleinen Flakons. Oh, das riecht wirklich angenehm. Hm. Ich mag ja gerne das La Vie Belle. Das hier ist jetzt ein bisschen fraulicher. Ist aber auch angenehm. Ja, muss ich mal gucken. Ob ich mir das vielleicht tatsächlich umfülle, weil diese Mini-Flakons und mir das dann so auftupfen, bin ich kein Fan von. Aber ich bin ein großer Fan davon, mir Parfums aufzusprühen. Mache ich ein bisschen exzessiv. Okay, dann habe ich tatsächlich noch von Hypoallergenic ein neues Puder entdeckt. Und das hat mich sehr gefreut, weil Hypoallergenic Belle oder Belle Hypoallergenic ist eine sehr hautverträgliche Marke, die ich auch sehr gerne verwende und auch empfehle, wenn ich von meinen Freundinnen gefragt werde, was kannst du mir empfehlen aus der Drogerie, was hautverträglich ist, wo man halt auch mit sensibler Haut gut mitarbeiten kann. Belle Hypoallergenic, wirklich, die haben auch ganz tolle Foundations. Da habe ich jetzt das Longwear Hydrating Powder und das ist mit Hyaluronsäure, vegan, Clean Beauty, ja, ne? Und das ist dieses hier in der Farbe New 01, habe ich mir das geholt, Longwear Hydrate, Longwear heißt, dass es lang anhalten sein wird, ne? Ja. Hat sogar einen Spiegel mit drin. Ich glaube sogar, dass zu dem Zeitpunkt auch wieder Rabattaktionen waren, das heißt, dass ich auf die Produkte, die ich bestellt habe, nochmal Rabatt bekommen habe, ne? Und deswegen finde ich das ganz schön. Und ich mag das, wenn man halt in Beauty-Produkten, also in dekorativer Kosmetik, halt auch direkt eine pflegende Geschichte mit drin hat, wie jetzt hier mit der Hyaluron-Geschichte. Finde ich nice. Dann gab es gratis mit dabei noch ein, also gibt es ja meistens noch so zwei Gratis-Proben. Die habe ich schon ein paar Mal, deswegen wird das hier wahrscheinlich in meine Verlosungsbox für Instagram wandern. Luminous Silk Multipurpose Glow Concealer. Nee. Also, nee, das ist ein Concealer. Eine Concealer-Probe habe ich noch nicht. Die geht in mein Fullface. Ich möchte irgendwann mal ein Fullface schminken mit Pröbchen. Und da könnte das gut funktionieren. Das ist in der Farbe 2 von Giorgio Armani. Da habe ich die Foundation nämlich schon x-mal da. Aber als Concealer, das finde ich ja cool, ne? Boah, wenn er mir gefällt, dann habe ich echt ein Problem. Und dann Giorgio Armani C. Das ist eine Parfümprobe. Ist ganz nice, ne? Ist schön, dass es dabei ist. Ja. Aber ich hatte das schon mal und ich kriege da echt Kopfschmerzen von. Das ist ein kleines Problem von mir persönlich. Ne? Ich bin da sehr empfindlich, was Parfums angeht. Ich liebe Parfums, aber ich kriege schnell von Parfum Kopfschmerzen. Ja, das sind Probleme, die man so hat. So, und last but not least habe ich eine kleine Bestellung. Klein. Und zwar hat ein sehr toller Shop wegen Corona jetzt schließen müssen. Ihr seht es bei mir auch sehr, sehr häufig. Ich trage diesen kleinen Ring am kleinen Finger. Und das ist quasi, also jeder Ring, den ich trage, hat eine Bedeutung. Und dieser Ring hat die Bedeutung, dass Hemi immer bei mir ist. So, ne, weil es ist ein Pfötchen und so. Und den habe ich damals in dem Goodido Online-Shop bestellt, weil auf der Arbeit haben wir Zeitschriften, wo halt auch Tiersachen drin sind. Und da gab es einen Gutscheincode für Goodido. So bin ich auf die Seite aufmerksam geworden und dann habe ich das erste Mal dort bestellt. Da war halt auch dieser Ring mit dabei. So, dann habe ich halt auch herausgefunden, dass der Shop Näpfe füllt, also quasi für Tiere in Not. Und das wird auf der Homepage auch alles super beschrieben und ich fand das so herzlich, dass ich da halt auch gerne bestellt habe und das dann auch weiter verschenkt habe. Ne? So als Geschenk war das immer eine ganz tolle Geschichte, weil ich kann nicht 20 Armbänder besitzen oder tragen oder wie auch immer. Ne? Besitzen schon, aber nicht tragen. Ja.
Und die haben jetzt halt wegen Corona angemeldet auf ihrer Instagram-Seite, dass die halt leider zumachen müssen, dass die halt mega krass reduziert haben. Ich weiß nicht, ob der Shop noch online ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ja, steht es jetzt hier im Video und es steht auch in der Infobox nochmal verlinkt, sodass halt quasi nochmal die ganzen Lagerbestände abgebaut werden konnten und zeitgleich dann auch Näpfe gefüllt werden können, was ich immer so charmant fand. Und da habe ich halt echt zugeschlagen. Und ich glaube, in meinem Einkauf habe ich dann, weil es reduziert war, nur in Anführungsstrichen 40 oder so Näpfe gefüllt. Hätte ansonsten ja durch den Normalpreis viel mehr, aber ne, ich habe halt ordentlich Gas gegeben. Helping is beautiful steht auch auf diesem Säckchen drauf. Und das sind Produkte, die ich jetzt weiter verschenken werde. Ich habe die jetzt mir bestellt, weil die halt reduziert waren und weil halt dieser Online-Shop schließt und ich noch die Möglichkeit hatte, dadurch ja zu spenden quasi. Und habe mir gedacht, komm, dann holst du dir ordentlich was, was ich dann halt hier habe und dann für die nächsten Geschenke reinpacken kann. So, einmal habe ich hier ein kleines Kästchen, da sind die ganzen Ohrringe drin. Das versuche ich jetzt auch mal im relativen Schnelldurchlauf zu machen. Ich weiß nicht, ob ich euch die Preise dazu einblenden kann, weil es jetzt ja gerade ein bisschen schwierig, weil der Shop eh zumacht. Ne? Einmal habe ich hier kleine Katzenohrstecker. Da habe ich schon jemanden ganz Bestimmtes im Blick, beziehungsweise mehrere, die sich auch selber als Cat Lady bezeichnen, was ich echt cool finde. Dann habe ich nochmal Katzenohrstecker bestellt, eben, ne? Weil ich gerne sowas verschenke. Dann habe ich hier noch, die sind, ich weiß nicht, vielleicht sogar für mich, das sind so Ohrhänger mit so einem Steinchen drin. Das sind meistens übrigens auch echte Steine, die da mit drin sind. Die sind echt schön, mit so einem weißen Mondstein sind die, glaube ich. Dann habe ich hier noch Ohrstecker auch wieder mit kleinen Katzen drin. Das sind auch eher verspielte, vielleicht auch für ein junges Mädchen. Ne? Das ist halt gar nicht für eine erwachsene Frau, muss man einfach mal gucken. Und das hier sind passend, die werde ich behalten. Ich glaube, mit Mondsteinen sind die da drin. Das sind kleine Rentiere als Ohrstecker. Finde ich für mich als Santa Claudi doch zur Weihnachtszeit total perfekt. Ne? So, und jetzt kommen wir mal zu meiner Großbestellung, die ich hier getätigt habe. Ich habe nochmal so ein größenverstellbaren Katzenring bestellt. Da sieht man hier halt unten das Katzengesicht und oben sieht man ein Pfötchen, nee, ein Katzenschwanz. Dann habe ich mir diesen Ring, den ich hier auf dem kleinen Finger trage, noch mehrfach bestellt. Also einmal hier und nochmal hier. Das ist echt mehrfach bestellt, weil, ne, kann man gut weiter verschenken. Das ist ein toller Ring, eben dadurch, dass du den halt, nochmal übrigens, dadurch, dass man den halt hier auch immer wieder für auf- und zubiegen kann, ist der auch an sich immer wieder größenverstellbar. Genau. Dann habe ich noch diverse Armkettchen bestellt. Also das waren halt auch schöne Sets und das sind halt echte Steine, ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist einmal dieses hier mit dem grünen und dem goldenen Pfötchen vorne dran. Dann habe ich das hier mit einem Herzchen und das sind so, ja, Aqua hell mintgrüne Steinchen, würde ich jetzt mal dazu sagen. Sind halt auch super Produkte, finde ich persönlich, für ein Tauschpaket oder so. Wie oft mache ich sowas? Und dann kann man sowas mit dabei legen. Das hier war ein Charity-Armband, das hat nochmal mehr Näpfe gefüllt. Das ist aus Gold oder Gold an sich von der Farbe her und hat halt auch ein Pfötchen mit dabei. Dann habe ich hier noch eins in Grün, ebenfalls mit einem Pfötchen vorne dran. Man kann auch dieses Pfötchen entfernen, wenn man jetzt nicht so der Tierfreund ist, sage ich mal, ne? Genau. Und dann habe ich das hier nochmal, ich bin eskaliert, Leute, ihr merkt das, ne? In einem Rosa mit einem silbernen Pfötchen dran. Und dann habe ich noch ebenfalls mit einem Pfötchen vorne dran, mit verschiedenen Steinen. Das finde ich auch echt hübsch. Passt jetzt gerade sehr zu meinem Nagellack. Dann habe ich noch eins mit verschiedenen bunten Steinen und in Roségold vom Pfötchen her. Finde ich auch echt süß. Dann habe ich hier noch so ein Katzenarmband mit einer... Man hat hier wirklich so eine Katze drin, ne? Und hinten sieht man hier Popo. Das fand ich irgendwie süß. Also für Katzenfreunde auf jeden Fall eine gute Geschichte. Dann habe ich, die haben halt verschiedene Armbänder, wo drauf steht Follow Your Heart. Das sind solche Armreifen, ne? Die sind halt offen, die kannst du auch Größen verstellen. Dann ist es hier in Gold Believe, Trust, Forever. Echt? Nee. Believe, Trust, Receive, genau. Glaube, vertraue und erhalte. Und dann in Roségold habe ich hier Follow Your Heart, Folge deinem Herzen. Die kannst du halt auch schön kombinieren mit den Armbändern. Und hier nochmal in Gold, Follow Your Heart, Folge deinem Herzen. Ja, dann noch so ein ganz randommäßiges in Silber. Das ist halt mit so Tropfen, nicht, nee, so Plättchen halt, ne?
Dann so eine ganz normale silberne Kette mit so einem Herzchen unten dran. Ist wie gesagt super zum Verschenken gewesen. Dann ist das hier noch eine Katze, die sich so ein bisschen hängen lässt, was ich auch süß finde für, wie gesagt, Katzenfreunde. Da sieht man die Katze jetzt nicht so ganz optimal, aber weil ich es halt weiter verschenke, wollte ich das jetzt nicht unbedingt aus seiner Verpackung rausholen. Weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich noch so ein kleines Herzchen in Gold und das ist dann auch so ein ausgefülltes Herz, aber auch ne, super zeitlos. Also ja, und als letztes habe ich dann noch eine Katzenkette, die ist jetzt hier so ein bisschen eingekruffelt in diesem kleinen Päckchen. Ich hoffe, man sieht sie jetzt halbwegs in der Kamera. Ah, schwierig, ne? Weiß ich nicht. Sieht man die? Wenn ich ganz viel abschirme. So ein bisschen sieht man die, ne? Ja, fand ich auch ganz hübsch. Also das ist halt wirklich Last-Minute-Support gewesen. Ich weiß es nicht. Ich mache mir dann auch immer Sorgen, hätte man da mehr supporten sollen, hätte Fahrradkette, keine Ahnung. Also ich glaube, als Einzelperson hätte ich da auch nicht allzu viel machen können, aber es ist einfach schade, wenn man sieht, was durch Corona halt so passiert, ne? Also ich sitze hier bei mir zu Hause im Homeoffice oder ich sitze im Büro und denke mir, ach, so schlimm ist das doch alles gar nicht, ne? Aber dann guckt man in die Welt, sieht, dass Becker zugemacht hat, ne? Becker Cosmetics hat angemeldet, dass die das Geschäft beenden durch Corona. Gut, die Duo schließt. Wenn ich durch die Innenstadt gehe, hier bei uns im Dorf oder in der kleinen Stadt ist es ja eigentlich viel mehr, und sehe, wie viele Geschäfte da draußen stehen haben, dass die halt schließen, ne? Oder dass ja, alles, wenn man das hört, was die Leute so beschäftigt, mich nimmt das wirklich mit, weil ich das einfach total traurig finde. Also was so eine Pandemie eben macht und was sie bewirkt. Und ich denke, ich will jetzt keinem Angst machen, aber das ist bei weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange, was wir erreicht haben. Es macht mir Angst, wirklich, ja. Und man versucht halt irgendwo so ein bisschen zu supporten und machen und zu tun, indem man, keine Ahnung, bei Blumenläden vor Ort einfach per Telefon bestellt und dann Click and Collect, ne, dass man die halt irgendwie unterstützen kann oder so. Aber es ist nicht leicht, ne? Es ist nicht leicht und es wird auch noch was auf uns zukommen. Das merkt man halt umso mehr, wenn man eben von Geschäften, von Firmen, die man kennt, die man immer gerne gekauft hat, sage ich jetzt mal ganz blöd, ne, das mitbekommt und einfach, ich bin da schockiert, bin ich ehrlich, ich bin einfach schockiert und ich hoffe einfach, dass das, was auf uns zukommt, nicht allzu hart werden wird. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht mit diesem Video ein bisschen Me-Time, ein bisschen Abschalten von der Realität geben konnte, ich weiß es nicht. Mir hilft es auf jeden Fall, wenn ich YouTube-Videos schaue. Ich gucke entweder Beauty-YouTuber oder Horrorfilme. Es ist ein Traum, oder? Aber so ist mein Leben. Ihr Lieben, das war's jetzt hier erstmal von meinem kunterbunten Haul mal wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!